Hallo, ich bin der Gamer und herzlich willkommen zu Let's Play Tomb Raider Underworld. Ja, ich mache ein Let's Play zu Tomb Raider Underworld, weil ich das Spiel nicht schlecht finde. Ich wurde von dem YouTube-User on the B darauf hingewiesen, hab's dann beim Steam Sale gesehen. Das erste Spiel, was ich per Steam gekauft habe, direkt per Steam, weil es nicht irgendwo anders gab. Also im Handel gab es es, aber da muss man auch bei Steam aktivieren, also war das eigentlich egal. Da lässt sich das anwählen. Viele Leute, die sich fragen, warum ich hier in das Extra-Menü gehe, das hat einen besonderen Grund. Beim ersten Spielstart wird ein bestimmtes Video abgespielt, dieser Teaser-Trailer, welchen man beim jedem weiteren Spielstart nicht bekommt, außer man wartet 20 Sekunden. Und da das eigentlich ganz gut zur Einstimmung ist, ja. Aber jetzt erstmal das bisher bei Tomb Raider Video. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch ist, denn es ist mir jetzt erst nach dem Durchspiel aufgefallen, dass es das überhaupt gibt. Wenn du nicht willst, musst du nie frieren. Nein, zurück! Was ist passiert, Oh, Mutter? Sag Gott. Was ist das? Oh Gott, nein! Darf ich vorstellen, Jacqueline Nadler, Präsident. Das waren Sie? Sie waren die Königin von Atlantis? Ja. Ich kann nicht sterben, Narren. Ich glaube, dieser Stein öffnet die Tür. Die Tür könnte eine Falle sein. Wir sitzen fest. Amanda! Ich glaube nicht, dass Amanda dort gestorben ist. Bring jetzt endlich Licht in die Sache, oder ich töte dich hier auf der Stelle. Hab ich gesagt, wo ist meine Mutter? In Avalon. Sie ist nicht tot. Das ist die Grundsatzding zum ganzen Spiel. Wenn man dieses Video nicht kennt oder die vorherigen Teile, ich glaube Legends ist das vorhergegangene Spiel, gespielt hat, macht es nichts aus. Ich hatte kein Problem mit dem Spiel, weil ich die vorigen Teile nicht gespielt habe. Also, ich habe nach Tomb Raider 4 kein Tomb Raider Spiel durchgespielt. Ich habe Age of Darkness mal angespielt, das war aber jetzt ja nicht so toll. Ich wünsche erstmal nochmal viel Spaß mit dem Teaser-Trailer, weil der, als ich erstmal gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, das ist ein schöner Trailer. Also schönes Attract-Movie, verrät nichts direkt zum Spiel, aber ist sehr schön.
Das ist mal ein nettes, stimmungsvolles Intro. Als ich diesen Trailer das erste Mal gesehen habe, das war auf der Games Convention 2008, habe ich mir gedacht, warum sollte die ihr Gebäude sprengen? Da habe ich mich aber dann nicht mehr so für die Tomb Raider-Reihe interessiert, weil die Vorgängerteile nicht so toll waren. Deswegen, also mir persönlich haben die nicht gefallen. Für Leute, die sich jetzt fragen, ob noch Schatzsuche dran steht, ja, ich habe das Spiel schon mal komplett durchgespielt. Ich spiele also nicht blind. Ich starte ein neues Spiel. Ja, ich möchte ein Spiel starten. Die Fortschritte, die ich nicht gespeichert habe, gehen verloren. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Hobbyforscher, Tomb Raider oder Überlebenskünstler. Ob das. Ich habe nämlich beim ersten Spiel. Hatte ich. Eine Schwierigkeitsauswahl. Ich nehme mal Tomb Raider. Hier über diese Einblendung bin ich dann darauf aufmerksam geworden, dass es dieses Video auch gibt, weil in Spieldateien ist dieses Video drin und da kann man sich direkt auf Englisch anschauen, aber naja, es war gut versteckt in den Extras, also wenn man jetzt das nicht gewohnt ist, in den Extras nach solchen Videos zu suchen. Aber wie gesagt, ich hatte das ohne dieses Videowissen gespielt und hatte keine Probleme mit dem Spiel. Ja, ich spiele auf Deutsch, die deutsche Synchro ist gut. Also ich hatte an der deutschen Synchro an sich nichts auszusetzen, weil die weil Tomb Raider Spiele tendiert gern mal ein bisschen zur leicht trashig angehauchten Synchro. Also so diese etwas übertrieben, nicht ganz so perfekte Synchro. Naja, das war nicht mehr schon drauf. Ja, ich spiele mit dem Xbox Gamepad, es wird auch einem empfohlen. Beim ersten Spielen. Ich glaube, für das erste Durchspielen habe ich so 10 Stunden gebraucht. Es geht ja auch natürlich viel. Na komm. Und wenn man dieses Bing 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 hört, das ist. Wenn ein Autospeicherpunkt ist, was ich eigentlich ganz nett finde. Die Punkte sind meistens auch nett gesetzt. Meistens. Ja. Das Spiel läuft eigentlich performance-technisch ganz gut. Also, ich hatte keine Performance-Probleme. Ich habe das Spiel sogar teilweise gespielt, als ich Videos für meine Let's Plays konvertiert habe. Ohne dass es irgendwelche Probleme gab. Ah, das war das Falsche. Ups. Und tot, der erste Tod. Naja. Das ist soweit. Also ich hatte mit der Steuerung an sich keine Probleme beim Spielen, außer bei einer Stelle, die nämlich so ausgelegt ist, dass man etwas Bestimmtes tun soll. Aber wenn man es anders macht, geht's besser. Ah, ich hab den falschen. Ich muss mich dran gewöhnen, dass X. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen Super Nintendo gespielt, deswegen. Und für Leute, die ein Super Nintendo Gamepad kennen und 60 Gamepad, ja. So. Pass auf! Achten Sie!
Das ist Lara! Ich weiß! Warte! Das hat bei mir auch beim normalen Spielen geruckelt. Es kommt nicht durch Raps. Die Ladezeiten halten sich im Normalfall auch in Grenzen. Manchmal dauert es aber ein bisschen. Ich habe das Spiel noch nicht testweise gecaptured, deswegen. Gefunden? Geduld, Sip. Ich hab doch gesagt, dass unentdeckte Inseln im Mittelmeer ziemlich selten sind. Bist du sicher, dass dieser Professor Eddington weiß, wovon er redet? Wenn er sagt, dass Vater überzeugt war, hier den Weg nach Avalon zu finden, dann glaube ich ihm. Schon. Aber es ist... wir haben darüber geredet... Du hast geredet, Alter. Lass mich aus der Sache raus. Vielleicht gibt es Avalon wirklich, aber... weil dir irgendeine Verrückte erzählt, dass deine Mutter noch lebt. Ich meine, ich will ja nicht herzlos erscheinen, aber die Vorstellung, dass deine Mutter in irgendeiner keltischen Unterwelt lebt, ist irgendwie krank, findest du nicht? Ich mache mir keine Illusionen, dass meine Mutter in irgendeinem mythischen Paradies hochfällt, Alistair. Was ich will, ist die Wahrheit, egal wie sie aussieht. Ich rufe dich später an. Ja, im Gegensatz zu vielen aktuellen Spielen ist es lippensynchron. Also mir ist keine große Lippenunsynchronität aufgefallen, außer vielleicht bei einem der Charakteren im Video so. Grafisch muss ich auch sagen, es ist nicht schlecht. Spielerisch, also ich habe mich beim Spielen nie wirklich über die Steuerung oder irgendwas aufgeregt, außer an einer Stelle. Also, und da habe ich mir gedacht, vielleicht mache ich es falsch. Und habe ich geschaut, wie sich andere Leute an dieser Stelle einstellen. Und die haben dann auch gesagt, ich weiß, man sollte keine Haie töten, aber... Ah, hier war... Er zeigt auch einem direkt die richtige Steuerung an fürs Gamepad, was ich sagen muss, das ist schon mal vorbildlich. Was auch noch interessant ist, dazu zu sagen, es steht auf der Steam Store Seite, es wird ein Gamepad empfohlen. Also es wird das 360 Pad empfohlen. Leute, die sich jetzt vielleicht fragen, ich habe ein 360 Pad? Ja. Aber ich finde 360? Nein, aber ich finde das Pad sehr, also es liegt mir perfekt in der Hand. Was muss ich machen? Man hat eine Sonarkarte, das ist eine nette Funktion, mit der man quasi ein Sonarbild hat. Sehr praktisch ist, wenn man sich orientieren will, weil man ein Orientierungsproblem hat. Und je mehr Sonarbilder man macht, wenn ich zum Beispiel hier irgendwo woanders ein Sonarbild schon gemacht hätte,
würde mir das trotzdem angezeigt werden, sprich, man könnte eine komplette Sonarkarte anlegen. Die ist aber sehr nur grob detailliert, deswegen es ist jetzt nicht wirklich ja, unfair, wenn man die Sonarkarte benutzt oder so. Es ist eigentlich ganz nett gelöst. Es ist schon wieder mal zwei, drei Wochen her, dass ich das durchgespielt habe. Nee, warte mal, kann nicht sein. Eine bis eineinhalb Wochen war es, genau. Ach, da unten, glaube ich. Das Level-Design ist auch insgesamt sehr gut gelöst. Also man hat nur gelegentlich Stellen, wo man Backtracking hat. Und für Leute, die den Begriff Backtracking nicht kennen, das ist, wenn man quasi einen Weg zurücklaufen muss, den man gerade gegangen ist in eine Richtung. Sprich zum Beispiel, hol mir den und den Gegenstand in Rollenspielen, und man muss den ganzen Weg, den gleichen Weg zurücklaufen. Was zum Beispiel bei gewissen Rollenspielen, wie zum Beispiel Skyrim, ganz gelöst war, dass man dann quasi einen Kreis hat oder man kommt woanders raus. Bei den meisten Sachen. Jetzt schauen wir doch mal. Dadurch, dass ich jetzt schon wusste, was ich gemacht habe, habe ich da jetzt nicht großartig rätseln müssen. Ich glaube, ich muss. Das war so, genau. Die Musik im Spiel ist sehr schön. Sie passt. Ich fand sie niemals total übertrieben. Ach ja, ich mache keinen 100% Run, also es gibt im Spiel Schätze, das sind so kleine Gegenstände, wenn ich am ersten vorbeikomme, werde ich dann mal vorbeigehen. Ah, hier geht's nach oben. Boah, irritierend, weil man hat jetzt keinen und man sieht, ja, das ist, glaube ich, das erste oder das zweite Tomb Raider Spiel, wo dann quasi die Kleidung wird nass und die trocknet nach einer Zeit oder Dreck bleibt an der Kleidung haften. Es gibt überall diese Dinger. Ja, dieser leuchtende Gegenstand ist ein sogenannter Schatz. Und ich bin mal ganz ehrlich, das ist sowas für Trophäenjäger. Geräusch kommt, wenn man Medipack aufsammelt. Ich werde jetzt keins benutzen.
Man hat bestimmte Gegenstände, zum Beispiel man kann Waffen wechseln, man hat hier zum Beispiel eine Harpune. Man wechselt mit dem... Die Anordnung der Knöpfe hier unten ist... das hasse ich wie die Pest. An dem, das ist entweder am Gamepad oder an der Abfrage von dem vom Spiel. Wenn man nach unten drückt, hat man hier diesen Camcorder. Ja, das ist tatsächlich eine Art Camcorder, mit der kann man auch zoomen, was ich eigentlich ganz nett finde. Gut, am Anfang des Spiels ist es mit Minipacks noch nicht so schlimm, aber im späteren Spielverlauf ist es schon ärgerlich, wenn man so sehen Minipack aus wird. Das war auch gerade eine Sache, die etwas dazu tendiert, unschön gelöst zu sein. Und zwar dieses, wenn man in die Richtung drückt. So. Das war jetzt vom Winkel gar nicht so offensichtlich. Ja, das war gerade ein Quicktime-Event, wenn der Abstand zu hoch ist, den man zurücklegt. Schauen wir doch mal, was er hier hat. Ja, drauf geht es runter. Wir haben hier Steinklötze, was könnte man damit wohl machen? Arbeiten sind aber wesentlich älter, nie im Leben 5. Jahrhundert. Und seltsam, trotzdem viel aufwendiger. Protonordische Runen. Mal sehen. Reich des Nebels. Das ist Niflheim, das Reich der Toten. Nicht Avalon, sondern das nordische Äquivalent. Ja, man bekommt immer so Hinweise, man kann auch im Journal dann Zeug nachlesen. Was ich aber eigentlich mal beim ersten Spiel nicht gemacht habe, ich hatte nie Probleme. Wenn man sich ein bisschen mit nordischer Mythologie auskennt, dann ist das auch nicht so das Problem. Ah, genau. So. Ja, mit dem beim Drücken des Joysticks kommt man quasi auf des Kamerasticks kann man quasi zielen, was manchmal sehr praktisch ist, obwohl Auto-Aiming benutzt wird im Spiel, was notwendig ist, weil es ein Tomb Raider Teil ist. Im linken Joystick kann ich die Kamera direkt hinter sich halten. Ich soll die Waffe wechseln. Pistolen haben unendlich Munition. Zusatzwaffen haben eine bestimmte Anzahl von Munition. Man kann ab dem nächsten Level kann man Waffen wählen, welche man haben möchte. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, es gibt eine gute Auswahl. Also, so. Hat eigentlich für jeden Spiel ist die richtige Waffe.
Ah, ich habe hier das. Die sind gut versteckt, die Heiltränke. Okay, das ist komisch. Das hatte ich bislang noch nicht. Ja, das Spiel hat manchmal Clipping-Fehler. Aber die haben mich nicht so extrem beim Spielen gestört. Also, Clipping-Fehler haben nie dazu geführt, dass ich kaputt gegangen bin in irgendeiner Art und Weise. Gut, hier ist ein Eintrag. Die sind überall versteckt. Es gibt dann in der Mitte des Spiels gibt es ein Level, da hat man wirklich kaum Heiltränke, was ein bisschen seltsam ist. Man hat ja auch kaum Schätze. Das Schöne ist, wenn man mit der Steuerung vertraut ist, dann ist es nicht ganz so schlimm beim Spielen. Weil die Steuerung ist tatsächlich, manche Aktionen sind tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, ich muss hier schon. Man kann ja auch tatsächlich hier, wenn man runterfällt, hier auch direkt drüber springen, aber das ist eigentlich in dem Fall irrelevant. Man kann das Ziel auch praktisch nutzen, um die Figur richtig auszurichten. Hat daneben gesprungen. Und einen Schatz gefunden. Schönes Detail, sie wartet durch das Wasser. Das ist schon wieder so. Ja, es ist immer die anders geformte Vase. So. Das nicht. Ey, jetzt macht macht's. Hätte hier auch rumspringen können, aber das ist ja, war jetzt nicht so notwendig. Ja, man springt sie etwas komisch ab. Ich hätte hier auch rumklettern können. Aber es ist nicht nur wegen, man hat an einigen Stellen verschiedene Lösungsmöglichkeiten.
kann ich an diesen Stangen quasi auch direkt hochziehen. Also das ist sehr gut gelöst. Also ich muss ja. Jetzt kann ich hier nämlich wieder. Die Kletteranimationen machen ja ziemlich Sinn. Etwas, was bei Tomb Raider immer der Fall ist, bei aktuellen Teilen, was ich aber eigentlich auch realistischer finde, ist, dass wie drücke ich das jetzt politisch korrekt aus, dass ihre Oberweite etwas abgenommen hat im Gegensatz zu den ersten Spielen. Für Leute, die sich fragen, ja, wieso ist das realistischer? Naja, also wenn eine Frau eine solche Oberweite hätte, könnte sie nicht solche Kanten hinaufklettern. Das wäre physikalisch unmöglich. Ich muss gerade überlegen. Nein, ich springe hier drüber. Ah, komm. Ja, doch. So. Komme ich hier rüber überhaupt? Oder ist es zu weit? Wusste ich, dass es im Falle, dass es nicht geht, ich mich hier immer noch im Sprung bzw. im Fall daran heften kann. Genau, gut zu zielen. Hier praktisch abseilen. Ja, manchmal macht sie so interessante Bewegungen. Aber für Leute, die es interessiert, ob das Spiel dazu neigt abzustürzen, ich hatte bislang. Doch, als ich das letzte Mal, nachdem ich das Spiel durchgespielt hatte, das Spiel beendet habe, hatte mir dann eine Fehlermeldung angezeigt. Als ich es beenden wollte, also hatte nie also wirklich große Probleme beim Spielen. Ah, hier. Ja, man kann hier unrealistisch rumfuchsen. Also die Bewegungsmuster an sich sind sehr schön gemacht. Also es gibt ein paar Sachen, wo ich mich schon gefragt habe, wie halten die sich da fest, aber meistens war es wirklich ganz okay. Also ich hatte nichts auszusetzen. Okay, jetzt muss ich balancieren. Schön ist, wenn man nichts macht, dann buxiert sie sich aus. Also sprich. Oder wenn man tatsächlich Gefahr läuft, runter zu kippen, dann. Na komm.
hält sie sich trotzdem fest. Also es ist, man fällt nicht runter, wenn man das Gleichgewicht verliert. Also es ist nicht gelöst. So sollte es eigentlich bei den meisten Spielen auch wirklich sein. Als erst etwas schwierigere Rätsel. Thor, der nordische Gott des Donners. Was in aller Welt treibst du denn hier unten in Niflheim? In der Edda steht, dass Thor spezielle Eisenhandschuhe brauchte, um seinen mächtigen Hammer Mjölnir zu schwingen. Kann das sein? Ja, man hat, für Leute, die sich fragen müssen, sind Untertitel immer an? Nein. Man muss keine Untertitel benutzen. Aber ich habe sie drin, ich finde es eigentlich ganz angenehm. Ich habe es beim Spielen gemerkt, dass wenn die Geräuschkulisse sehr laut ist, dass man nämlich kein Wort versteht von dem, was sie sagen. Ah, ich glaube, das ist ein Schatz. Nein. Ah, okay, stimmt, das sind die Schätze sind weg, die ich schon aufgesammelt habe. Naja, gut. Da die Schätze mir eigentlich relativ schnuppe sind. So. Nein, ah, doch. Das passiert auch manchmal. Man denkt, die müssen eigentlich in dem Winkel abspringen, aber macht sie nicht. In ein Museum. Ich konnte gar nicht widerstehen. Ja, das ist ein bisschen dieses Ausbuxieren. Wenn man es mal eine Woche nicht gespielt hat, dann muss man sich an gewisse Bewegungsmuster wieder gewöhnen. Komm. Oder ich stelle mich einfach zu blöd. Wenn man nicht schnell genug ist, nimmt man tatsächlich Schaden. Interessant ist auch, dass sie sich Mühe gegeben haben bei der deutschen Übersetzung mit Eigenbenennungen, also so Mjörnir und so. Gut, das ist ja keine Eigenbenennung, sondern quasi Begriffe, dass sie richtig ausgesprochen werden. Hammer Mjölnir konnte sogar Berge zermalmen. Aber was hat das alles mit Avalon zu tun? Hände auf den Kopf. Und umdrehen. Langsam.
Ich nehme an, Sie sind unbestechlich, richtig? Hier, man übernimmt auch keine Health Packs in die nächsten Level quasi, und das finde ich ein bisschen bescheuert. Beziehungsweise einerseits ist es realistisch, weil die ja nicht immer alles mitschleppt, aber andererseits ist es halt teilweise ungünstig im späteren Spielverlauf. Oh Gott, wie kam ich hier in verwirrt. Hier nur. Ah doch, hier. Das war vorher noch nicht da, das ist irgendwie durchgebrochen. Genau, da ich nicht weiß, wie groß die Videos werden, mache ich eine Pause und sage bis gleich.